Ein flauschiges Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Life is Strange. Die Episode geht gleich weiter, aber da es mit einem Video anfängt und ich mich danach konzentrieren muss, dachte ich, ich begrüße euch jetzt einfach schon mal hier. Den ganz Anfang, den werdet ihr schon kennen. Ich glaube, das Video haben wir uns ja am Ende der letzten Folge noch angesehen, als ich vor Hunger fast umgekommen bin. Das ist jetzt ein bisschen anders. Jetzt gehe ich einfach mal auf Fortfahren, damit es auch gleich weitergehen kann. Yay! Wir sind immer noch im Two Whales Diner und haben gerade ja bewiesen, dass wir die Zeit manipulieren können. Indem wir ihr gesagt haben, was sie in der Tasche hat. Amazeballs. I literally just got chills all over my neck. Tja. You have powers. Absolut. I'll take that crap off the table, Chloe. Ja, Mama. Sure, Mom. How's the food, Max? Better than I remembered. Very good save. Okay. Man, I'm hungry like the wolf. Clearly. So ging's mir letztes Mal auch. I'm freaking out about what just happened. You have to show me more. Something way cooler, so I will believe you without any doubt. I will predict the future. No way. Das hatten wir ja schon gewusst. Pay attention to everything that happens in the next few moments. Genau. So you can dazzle Chloe with your mad power. Genau. Passt mit mir auf. Oops. Did you break another cup? Really? No refill for you. Shh. And now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Okay. Und dann geht die im weißen Pulli, die komische Frau, auf die Toilette. That's the best song I've heard. This is sure the hell better than that other garbage. I think our jukebox is headed for Davy Jones's locker. So, what are you waiting for? Okay. Ich hoffe, ich habe mir das alles merken können. Everything that happens in the next few moments, so you can dazzle Chloe with your mad power. Wir drehen die Zeit zurück und ich hoffe sehr, dass ich mich an genug erinnere. Oh, mein Gedächtnis ist ja manchmal nicht das Beste, aber heute bin ich nicht hungrig. Heute denke ich auch an andere Sachen als ans Essen. Achso, ja, richtig, da ging ja was, um ein bisschen schneller zu machen. So. So, jetzt reden, natürlich. I'm going to predict 4 events that will happen in the next 30 seconds or so. Okay, 4 bekomme ich noch hin. War das der Truck? Verdammt, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Kann ich die bitte nochmal sehen? Es ist nicht Joyce. Joyce hält alles auf. Es ist auch nicht Trevor. Es muss der Trucker sein, der seine Tasse fallen lässt. Mit dem Kaffee. The trucker drops his mug and Joyce rips him a new one. So, what happens next? Der Polizei erwähnt, er hält einen Notruf und geht. Und er antwortet und er isst einen Donut. Ist sein Partner davongefahren? Also irgendwie hat er sich ja nach seinem Partner erkundigt. Ich glaube, das ist es, oder? The cop gets an emergency alert on his radio and his partner in the car leaves without him. Well, let's just see how this goes down. Genau, denn der Polizist ist ja sitzen geblieben. Justin und Trevor streiten und Joyce schlägt sie und Joyce beendet es und Joyce ist es egal und Joyce feuert sie an. Das ist jetzt ja fast ein No-Brainer, also... Ich glaube nicht, dass es ihr egal wäre, wenn in ihrem Diner welche anfangen zu streiten. Schlagen kann ich mir bei ihr gar nicht vorstellen, wäre auch ein bisschen daneben. Anfeuern noch viel mehr, deswegen beenden. Justin and Trevor are fighting and Joyce breaks it up. This is getting good. Can't wait to see what happens. Die Jukebox dreht durch, als eine Kakerlake darüber krabbelt, als eine Fliege auf ihr landet, als ein Schmetterling auf ihr landet. Als der Trucker ein neues Lied spielt. Ich nehme sehr stark an, es ist der Trucker. Ich habe da echt nicht drauf geachtet. Ich habe mich in dem Moment gerade wirklich auf diese Frau im weißen Pulli konzentriert, die Richtung Toilette läuft. Aber ich glaube, es war der Trucker. Denn irgend sowas sagen sie ja auch. Und ich... alles andere hätten die ja gar nicht sehen können. The jukebox goes crazy as the trucker tries to play a new song. Pretty bizarro, Max. But let's see if everything happens, like you said. Ich bin zuversichtlich und hoffe es sehr. Wir können uns umgucken. Da kommt Joyce. Und der Trucker wird gleich... Hallo, Joyce! Genau! Der Kaffee. Did you break another cup? Really?
No refill for you. Sehr gut. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? Da haut der Partner ab. Oh, so cool. Bitch. Take your fight club outside. Genau, da holst du. He started it. I'm finishing it. That is wild. Ach nee, eine Kakerlake, ernsthaft? Da hätte ich mich da umgucken können. This is a sad day in Maxwell. This is sure the hell better than that other garbage. Okay, da habe ich nicht aufgepasst. Aber 3 von 4? 3 von 4, das war schon mal nicht schlecht. Ich habe vorher wirklich nicht gewusst, dass ich mich umdrehen kann nach der Jukebox. Dann hätte ich das natürlich gemacht, vielleicht. Aber konnte man ja nicht wissen. Na gut. Also, wir sprechen nochmal mit Chloe. Und überspringen jetzt das Ganze natürlich. Der Trucker lässt seine Tasse fallen, das hat gestimmt. The trucker drops his mug. So, what happened? Und danach, der Polizist, der Partner fährt tatsächlich ohne unseren Polizisten hier drin weg. The cop. Well, let's just... Danach hat Joyce natürlich den Streit beendet, sagt sie auch genauso und ich beende es. This is getting... Und als letztes, die Jukebox dreht durch, als eine Kakerlake, ganz eklig, eine Kakerlake drüber krabbelt. The jukebox goes crazy as a cockroach crawls on it. Pretty bizarro, Max. But let's see if... Okay. Diesmal stimmt alles. Diesmal stimmt auch hier die Sequenz, ist eine andere. Ich wette, das gerade eben hat nur dazu gedient, dass... Did you break another cup? Oh, way really? To go, Mom. No refill for you. Dass wir es uns nochmal angucken. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You called it. I used to have to go bust some skaters. You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Trevor and Justin must be in love. You predicted a cockroach on the jukebox? I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. Yay. This isn't a toy, Chloe. I do have to be careful how I use it. Screw that! Of course it's a toy. The best toy ever? You can bang anyone with no strings attached, rewind time, and boom! It's like Nein. It never happened! Grow up. Schreckliche Maybe Idee. You made a move on me and I would never know. Yes, that's what I did. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. I don't have time. You did not just say that. Oh, check yes. out your nose. Too much blow? Hey, are you okay? Too much excitement. See what happens when we hook up again? Then, let's go to one of my secret lairs and fully test your power. You need a sidekick to guide you. Okay, Girl Wonder. Show me the way to Chloe's cave. Ich glaube eher, das Nasenbluten kommt vom Zeitzurückdrehen. Ich würde mich gerne nochmal umgucken, insbesondere weil die Dame im weißen... Jesus, jetzt hockt sie wieder an ihrem Tisch. Aber ich möchte mich trotzdem nochmal umschauen. Insbesondere... Da kam ich... Einfach um sicher zu gehen, dass ich nichts verpasst habe. Forgot about the fishing wall of fame. Ich möchte gerne... Kann ich mit der... Okay, mit der Jukebox, die kann ich mir jetzt anschauen. I got you, babe. How apropos. But no fucking way. Schade. Leider nichts bezüglich der Kakerlake. Das hier hat man gerade so gesehen, aber mit dem Tisch kann ich auch nichts machen. Jetzt würde ich einfach nochmal mit dem Trucker... I'm ready for thirds. But you're only on your first. My stomach plans ahead. Your stomach is stocking up for winter. Ja, ja, braucht man so eine kleine Winterspeckschicht. Ich würde gerne nochmal mit den Leuten reden, die eben gerade irgendwas gemacht haben. Also sprich dem LKW-Fahrer, Trevor und Justin. Truckers have such a romantic life. Always on the road. Okay, da kommt nichts Neues. Mal schauen. Die beiden haben ja sicher, haben sich ja gerade aufgeregt. Moment. Trevor looks as happy as Dana did. See you around, Max. Schade, ich hatte wirklich gedacht, jetzt kommt irgendwas Neues. Vielleicht der Polizist nochmal? I'd love to lecture you over coffee, but I prefer to drink in silence and solitude. Dann die hier vielleicht, die ist gerade eben auf die... Ich werde auf jeden Fall nochmal in die Toilette gucken, einfach weil die Frau da hingegangen ist. I always wonder what people think about when they eat alone. Oh ja, yeah. Hello again, back to breakfast, eh? Ja. Nein.
Okay, wir gehen hier rein und gucken einfach mal. Kate March, love you long time. Flush before pissing on floor. Habe ich mir das schon angesehen? That graffiti has been here forever. Ja, hatte ich. Okay. Wir haben hier... Das hatten wir, glaube ich, auch angesehen. Gross. Das heißt, dann war das wirklich einfach nur so ein ganz zufälliges Ereignis, dass die... Thank you, Redneck Poet. Ein ganz zufälliges Ereignis, was keine Rolle gespielt hat. Den Kaugummiautomaten hatte ich aber auch schon. Gut, dann gehen wir jetzt direkt zu Chloe. Ich glaube nämlich hier drin ist einfach nichts Neues mehr für... Warte mal, saß der Typ hier auch vorher schon? Leave me alone, or I will vomit on you. Okay, dann nicht. Ja, dann plaudern wir mal mit unserer lieben Chloe. Okay, Supergirl, let's go to my secret place. Don't even answer. We have places to go and people to do. Come on, before Mom starts some more shit, let's bail. It's Kate Marsh from Blackwell. Big whoop. You don't call me once in 5 years and now you're all over some biatch you see every day at school? I see how you roll. So go ahead, chat up Kate Marsh from Blackwell. I've got other people to hang out with too. Das ist jetzt wirklich, wirklich gemein. Denn Kate braucht uns gerade wirklich und ganz ehrlich, Chloe, es gibt wichtigere Menschen als dich. Ja, Max hat sich daneben benommen. Aber nein, deswegen werden wir nicht Kate, von der wir wissen, wie schlecht es ihr gerade geht, einfach alleine lassen. Ich gehe da jetzt dran, es ist mir auch ganz egal, was passiert. Hey Kate, what's up? Please, don't let your best friend get in the way. You okay? I promise, Kate. I won't forget. I swear. Just do your homework and don't stress. I really don't think we should go into this right now. I'll call you later, okay? Thanks, Max. Was? If you'd rather chill with Kate, please, go ahead. You are ridiculous. I'm chilling with you, okay? For now. Let's rock. Nein, du überlegst jetzt... Sucks that Chloe and Joyce got into an argument. Ja, aber es wäre... Also ich kann schon verstehen, wieso wir eigentlich auch mit Chloe hätten reden können. Oder also den Anruf nicht annehmen. Aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht ein, dass nur weil Chloe jetzt gerade meint, dass sie wichtiger ist, dass wir deswegen Kate hängen lassen. Und bevor ich jetzt wieder vergesse, es fehlen uns noch 8 Seiten, ich werde jetzt ein bisschen aus dem Tagebuch wieder vorlesen. Die Seite davor müssten wir gehabt haben, nicht wahr? Genau, die hatten wir tatsächlich. Also lesen wir weiter. Ich erkundete weiter und zog den Paranoia-Hauptgewinn. Ein Überwachungssystem in Chloes Haus mit Kameras im Flur und einigen Zimmern. Echt unheimlich. Wie paranoid muss man sein, um Kameras in seinem eigenen Haus anzubringen? So wie Chloes Stiefvater, schätze ich. Ich verstehe, warum sie rebelliert. Ich konnte meine blöde Kamera nicht reparieren. Chloe sah das Schmetterlingsfoto und wusste, dass ich im Bad den Alarm ausgelöst hatte. Ihre Haltung änderte sich völlig, als sie erkannte, dass ich ihr das Leben gerettet hatte. Es hätte auch anders ausgehen können. Sie war so glücklich, als seien wir wieder Kinder. Und es war so toll, sie so zu sehen. Sie gab mir sogar die alte, Instamatic-Kamera ihres Vaters als Symbol unserer Wiedervereinigung. Sie drehte die Musik auf und tanzte auf ihrem Bett wie eine Verrückte. Sie brachte sogar mich zum Tanzen. Ein wenig. Dann tauchte Chloes Stiefvater auf. Es war David Madsen. Ich versteckte mich im Schrank und dann kam David rein, wütend wegen der Musik. Außerhalb der Schule war er noch furchteinflößender. Er beschuldigte Chloe, eine seiner Waffen gestohlen zu haben. Dann wurde es ernst. David fand Chloes Joint und rastete aus. Sie machte keinen Rückzieher und er ohrfeigte sie. Mistkerl. Ich dachte, sie würde sauer sein, dass ich nicht geholfen hatte, aber es schien keine Rolle zu spielen. Wir beschlossen, auf Erkundungstour zu gehen, wie beste Freunde. Letztlich kamen Chloe und ich zum Leuchtturm und beobachteten den Sonnenuntergang. Chloe war sanftmütig und erzählte mir mehr über David und seine Paranoia. Es ergab alles Sinn. Ich wollte wissen, warum Chloe mit Nathan Prescott im Bad war. Hopsala. Auch im Bett, aber erstmal im Bad. Sie erzählte mir, er deale mit Drogen. Und sie wollte ihn erpressen, um mein großes Darlehen abzubezahlen. Merkwürdig, wie sich unsere Leben entwickelt haben, seit wir 13 waren. Ich hatte einen weiteren Albtraum oder eine Vision.
Ich war wieder im Sturm, am Leuchtturm, aber diesmal folgte ich einem geisterhaften Reh zum Rand der Klippe. Ich sah, wie der Tornado alles in seinem Weg zerstörte und fühlte wieder den kalten Regen. Der Leuchtturm zerfiel und ich fühlte mich so hilflos, während ich zusah, wie der Tornado auf die Stadt zusteuerte. Dann holte Chloe mich aus meinem Traum zurück und ich erzählte ihr davon. Damit der Tag auch merkwürdig enden konnte, begann es im warmen Sonnenuntergang zu schneien. Es war kurios, ominös und schön zugleich. Es war noch schöner, dort mit meiner besten Freundin zu stehen. Mit diesen positiven Gedanken habe ich mir erholsamen Schlaf verdient. Und genau an der Stelle hat unsere erste Episode von Life is Strange auch geendet. Ich lese jetzt aber einfach nochmal 2-3 Seiten weiter, je nachdem wie viel Text da ist. Denn ich habe ja gesagt, wir kommen irgendwann auf einen ganz aktuellen Stand. Und ihr seht, wir machen das tatsächlich. 8. Oktober. Ich wachte als eine andere Person auf. Auch wenn es noch keiner weiß. Nach den Enthüllungen zu meiner Kraft gestern und der Rettung von Chloes Leben neben anderem irren Scheiß, wie Victoria es ausdrücken würde. Ich glaube, wir lassen es nach der Seite sein, denn ich merke gerade, dass ich mich total verhaspel beim Lesen immer. Also nochmal. Nach den Enthüllungen zu meiner Kraft gestern und der Rettung von Chloes Leben neben anderem irren Scheiß, wie Victoria es ausdrücken würde, in Blackwell, musste ich annehmen, dass jetzt alles anders ist. Und ich dachte, der Welt meine Fotos zu zeigen würde hart werden. Nachdem Chloe mich gestern am Wohnheim absetzte, versuchte ich mehr über den außergewöhnlichen Schneefall am Leuchtturm zu erfahren. Aber die örtlichen Meteorologen sind ahnungslos. Ich war so aufgedreht, dass ich die ganze Nacht Zeit- und Quantenphysik recherchierte. Okay, diese eine Seite noch, dann höre ich auf. Da ich nicht Warren bin, war ich nach meiner Recherche noch ahnungsloser als vorher. Ich glaube nicht, dass meine Tornado-Vision und der Schneefall verbunden sind, aber ich habe gerade keinen Plan, was ich glauben soll. Ich bin froh, dass Chloe und ich wieder ein Team sind. Muss Schicksal sein. Jetzt muss ich duschen und mich fürs Frühstück mit Chloe fertig machen. Das habe ich echt nötig. Ich traf Kate im Duschraum und sie wollte Familientreffen zurück. Ich liebe dieses Buch und muss es mir selbst kaufen. Natürlich stürmten Victoria und Taylor den Duschraum und hackten wegen dem Video auf der armen Kate rum. Und wie richtige Biester schrieben sie den Link zum Video auf den Spiegel. Ich verstehe nicht, wie sie damit durchkommen. Victoria hat alles. Was hat sie davon, Kate Marsh zu mobben? Wir alle sollten erwachsen sein, aber es ist eher wie Battle Royale, nur ohne Dystopie und explodierende Köpfe. Nur Victoria kann dafür sorgen, dass ich mich unter der Dusche dreckig fühle. Gut, nächstes Mal lesen wir also bei Seite 25 weiter. Und wo sie es gerade erwähnt, kennt ihr Battle Royale? Ich fand den Film ja echt toll. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, ihr solltet ihn euch, wenn ihr alt genug seid, also ich möchte jetzt niemanden anregen, der, keine Ahnung, ganz jung ist, sich diesen Film anzugucken, aber wenn ihr alt genug seid, dann schaut euch mal Battle Royale an, der Film ist klasse. Und wir gehen jetzt aus dem Diner. Ich stehe zu meiner Entscheidung, mit dem Anruf annehmen. Wer ist das? Das war ein bisschen unheimlich. War das Nathan? Oh, bitte nicht. Speed Limit 30 und ein komisches Zeichen an der Wand. Ein Schrottplatz, okay. An einer Straße? Nee, an Schienen. Das ist ein Zug. Is this a race? Keep up. How many times are you going to get pissed at me this week? That depends on you and how well you do in this phase of the test. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also supersized. We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. Oh, Mann. Das kann doch nichts werden. Ah, Chloe. David might Was? Be a douche, but you did steal his gun. Is everybody armed in Arcadia Bay now? Only the ones who shouldn't be. Like Step Dildo. Until now. I'm not in the revolution yet, Che. You are the revolution, Max. So we should figure out how to best use and abuse your power with the test. Ich halte das für keine gute Idee. Drink? Yuck. You are so cute. You haven't changed a bit. Okay, let's do this. Can you find 5 bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? Nice combo. You can handle it.
Now go find us 5 bottles, pretty please. Pretty please. Ja, ich mach ja schon. Ich suche Flaschen. Ich wollte mich ja sowieso umgucken. Geschosshüll. Hier schießt wohl öfter, hm? Those shells look fresh. Aber ist das nicht mehr so gewehrbar? Also, die können eigentlich nicht zu der kleinen Waffe da gehören. Kann ich nicht so eine Plastikflasche hier nehmen? Das reicht doch eigentlich, oder? Wie weit können wir denn? Okay, ich sehe schon, das ist ein etwas größeres Gebiet. Wir können hier einiges erkunden oder auch nicht. Ich würde mich so unwohl fühlen. Eine Planke. Was? Warum ist die wichtig? I could use this board as a bridge. Doesn't look too heavy. Wo willst du denn hin damit, Max? Way heavier than I thought. Ugh. Wenn sie schwerer ist, ist sie vermutlich auch stabiler. Ah, jetzt kann ich darüber. Da ist eine Flasche. Okay. Da gehen wir aber auch erst gleich hin. Ich möchte mich hier gerne zu Ende umgucken. Und da oben den... Das Autowrack, das kann ich nur von hier oben sehen, aber nicht untersuchen. Aber den Football kann ich mir ansehen. The Bigfoots were here. Ja, ja. Oh, da ist wieder ein Eichhörnchen. Hallo. Diese süßen kleinen Details immer. Ja gut, dann hole ich jetzt hier mal kurz die Flasche. Ich nehme an, viel mehr wird hier darauf nicht sein. Cool. At least not everything is broken around here. Yay, eine ganze Flasche, die wir vermutlich kaputt schießen. Eine Flasche. Hello, bottle number one. 4 more to go. Kann ich die Vögel fotografieren? Die sind süß. Ich begeistere mich für Tiere, ja. Ich kann mich hinsetzen? Oh ja, bitte. Das wird schön. Hallo Welt. Ich und mein Schrottplatz. Although this junkyard is a dive, I see why Chloe hangs here. She's a steampunk. It actually feels like Chloe and I are kids again. We're hiding out and plotting our future. Despite all the chaos and bullshit, I feel so giddy hanging out with her again. So happy. Like we've both gone back in time. Entschuldigung, falls man eben etwas gehört hat. Das war, ja, ich muss kurz an meinem Headset etwas rücken. Ich finde das immer so schön. Also das Hinsetzen oder Hinlegen an irgendwelchen Orten, das hat ja auch den Vorteil, dass wir dann einfach so ein bisschen Max Gedanken mitbekommen. Und es außerdem einfach so einen schönen Rundblick über alles gibt. Ich finde das ganz angenehm. Das haben wir, glaube ich, alles gesehen. Ewig müssen wir natürlich nicht sitzen bleiben. Es hat gereicht, dass ich das erste... Ach, da unten liegen die Spritzen. Ich dachte schon... Drüben ist das Autowrack, da sind Spritzen. Da wissen wir ja schon mal, was hier auf dem Schrottplatz, Parkplatz wollte ich gerade fast sagen, Schrottplatz so abgeht. Die Geschosshülsen hatten wir schon. Wie gesagt, ich finde, die sehen mehr nach Gewehr aus und definitiv nicht nach kleinkalibriger Waffe. Aber ich kenne mich damit nicht so aus. Mein Bruder wüsste das, der ist im Schützenverein, wenn ich das mal so plaudernd erzählen darf. Oh, gross. So disturbing to see old syringes on the ground. Ja, ich krieg eine Gänsehaut gerade. Vielleicht hätte ich sie doch nicht untersuchen sollen. Yeah. All this rusted metal makes me feel serene. Am I morbid or just goth? Es beruhigt dich, wenn du altes, rostiges Metall siehst? I don't want to go that way. Schade. Ich wäre gerne noch ein ganz kleines Stückchen hier weitergegangen. Ob sie wohl in die Richtung... Okay, wir können nicht über die Gleise, aber wir können hier außen rum. Ich will mich nur hier umgucken, dass wir nichts übersehen. Bestimmt gleich wieder so ein Zug angerollt. Ich höre doch einen, ich sehe keinen. Na gut. 5 Flaschen müssen wir finden, das heißt ausnahmsweise... Eat shit and... Ah ja, da können wir reingucken. Wrong way? Rachel und Chloe? Da können wir bestimmt gleich auch reingehen. Thanks for the tip. Ja, Kacke essen und leben. Toll. Guter Tipp. Ich weiß nicht, ob ich das als Leben bezeichnen würde dann. Hey Vögelchen. Oh, ich wollte dich nicht verscheuchen. Ein Lagerfeuer? Au! Upsala. Oh, es tut mir leid. Es tut mir echt leid. I'm sure this is a popular party pit.
Ich fürchte es fast. Oh, ich hab, wir haben irgendwas umgeschmissen. Aber hier ist eine Flasche, also alles Where gut. To find bottles? Maybe in an old refrigerator. Ja, oder direkt vor dir, liebe Max. Oh yes, we can use this one for a target. Nummer 2. Boom, only 3 bottles left. Und ich muss nochmal an diesem Ding vorbei, ohne dass ich am besten... Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Ich spule mal ganz weit zurück. Okay, ich, Warren hat uns geschrieben. Ich weiß gerade nicht, warum es unterbrochen hat. Ich guck mal nach der SMS von Warren. Okay. Ich weiß gar nicht, wo es angefangen hat. Keck hatten wir schon. Was geht, Max? Beschäftigt, wir reden später. Ist Dr. Graham da? Wichtige wissenschaftliche Frage. Für dich gibt's einen Hausbesuch. Worum geht's? Wissenschaftsmodus ein. Was weißt du über Relativität, Wurmlöcher und Zeitreisen? Man sieht schon, das war gestern noch abends. Bin ich jetzt Dr. Who oder Doc Brown? Für welches Fach? So coole Hausaufgaben hatte ich nie auf. Und ich habe Ahnung. Ich erzähle dir später mehr, wenn du mir hilfst. Wie die Zeit sind auch meine SMS unendlich, weil ich keine Begrenzung habe. Ich schicke dir eine Liste essentieller Bücher und Webseiten und Filme. Deine Neugier für Wissenschaft ist faszinierend. Du weißt, ich mag Science Fiction. Denk einfach drüber nach, okay? Frag jederzeit, wenn dir mehr einfällt. Ich poliere in der TARDIS meinen DeLorean. Wir lassen so den Affen raus. Newburg ist 100 Kilometer entfernt. Wir sollten um 5 los. Ich fahre. Aber sowas von. In deiner neuen Karre. Wir müssen Popcorn fürs Autokino mitbringen. Vielleicht sollten wir vorher wo essen gehen. Oder was anderes. Egal. Lass den Affen los. Zu spät. Smiley. Okay, das muss also jetzt sein. Wir haben so gerade etwa 9:30. Morgens 9:30 in Deutschland. Zeit für leckere Sachen. Die ich jetzt nicht nenne. Ich glaube, sonst kriege ich gleich wieder Hunger. Wir könnten mir gerne mal verraten. Knoppers oder Hanuta? Ich bin ja mehr so für Knoppers. I don't want to go that way. Ist okay. Okay, wir haben also 2 Flaschen gefunden und brauchen noch 3. Und haben noch einen ganzen großen Schrottplatz vor uns. Gut, dass ich mich sowieso immer umgucken möchte. Da ist noch eine Flasche. Oh, es ist so weitläufig alles. Ich weiß gar nicht, was ich mir zuerst angucken möchte. Ist die Waschmaschine, ja? I wonder how many generations of fashion went through that washing machine. Ich habe garantiert auch schon 100.000 Hemd, 100.000 Fotomöglichkeiten verpasst. This is the scariest thing here. Bisschen, ne? Ein Schrottplatz. Also ich weiß, da hinten ist eine Flasche. Ich würde diese Flasche allerdings einmal stehen lassen, weil ich nicht weiß, ob es, wenn wir die Flaschen gefunden haben, dann automatisch weitergeht. Und ich würde gerne auch nochmal mit Chloe reden, bevor ich alle Flaschen gefunden habe. Noch ein Autowrack. I wonder if Chloe thinks about her father when she looks at all these smashed up cars. Ich glaube, ich rede jetzt gleich mit Chloe, bevor wir nachher wieder irgendwas bekommen, wo wir einen Hinweis bekommen, worüber wir eigentlich reden könnten. Oh, das ist so weitläufig. Es macht mir jetzt schon ein bisschen Angst, dass ich irgendwelche Ecken übersehe. Hey, Chloe! That's my Chloe. I have to find dirty-ass bottles while you chill. Not fair. I have to prep the range, crybaby. And I've been tripping hard about where you got this rewind power. From God? Or the gods? So, bow. We can make the world bow. Are you ready for that? Eigentlich nicht so. Eigentlich würde ich die Kraft gerne für was Gutes nutzen und nicht einfach nur, um die Welt mir untertan zu machen. Also nein. No way. I still don't even know how my power works. Or for how long. Dude, you fuck shit up, you rewind, you fix it. Drop the mic. Boom. Spin, rinse, and repeat. I'm just altering time and space. Oh yeah, and history. No biggie. You already altered history by saving my life, smartass. Let's see what else you can do.
Aber es ist kein Schmetterling gewesen. Darüber bin ich jetzt schon irgendwie froh. Es würde mich durchaus interessieren, was sie sagt, wenn ich jetzt einfach Ja gesagt hätte. So, ja klar, lass uns die Geschichte verändern. Aber ich gebe es zu, ich muss nicht alles direkt durchprobiert haben. Insbesondere nicht Twin... Das ist wieder Twin Peaks, oder? Insbesondere, wenn ich einfach anderer Meinung bin als die mögliche. Das ist Chloes Auto. I don't want to go that way. Auto. Na gut, das erklärt's natürlich, das erklärt's. Aber hier können wir uns noch umschauen, oder? Ich weiß, wo eine Flasche ist, wir müssen nur die anderen finden. Ich denke aber auch, ich mache hier eine ganz kurze Unterbrechung, denn der Schrottplatz ist so riesig, dass ich mich gerne hier, dass ich jetzt nicht... Ich habe eigentlich zuerst überlegt, ich würde mich gerne hier umgucken. Kann ich den Schulbus untersuchen? Ah, Tatsache. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. Oh. Eigentlich habe ich überlegt... Where to find bottles? Maybe in an old refrigerator. Oh, da oben ist noch eine. Und da fährt wieder ein Zug vorbei. Ja, eigentlich habe ich ja gedacht, wir suchen erst alle 5 Flaschen, aber ich glaube, das zieht sich dann doch ein bisschen lang, bis ich hier alles noch untersucht habe. Deswegen würde ich sagen, ich mache hier eine kleine Unterbrechung. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Freue mich natürlich auch ganz, ganz riesig, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und habt bis dahin noch einen flauschigen Tag, wo ihr euch hoffentlich nicht auf Schrottplätzen rumtreiben müsst. Also, bye bye, ihr Lieben.